Herzliches Willkommen zurück zu Satisfactory mit Toto, mit Oi. Sarazani. Der kann nur schreiben. Und Midna und Schütze und Autosave, auch noch abgeschlossen. Und nebenbei, Midna ist gelogen, weil die ist gar nicht hier. Das stimmt, eigentlich, also Geist ja. Ist anwesend, ist nicht anwesend. Ja, also sie ist auf jeden Fall im Hintergrund. Sie überwacht das Ganze aus gewohnter, sicherer Distanz. So, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Der Zarazani versucht nämlich die ganze Zeit, mich abzuschießen. Der ist nämlich böse. Ja. Dann lass dich mal abschießen von ihm und dann kommst du hier ran und craft es weiter. Der will immer nur auf mich schießen. Macht euch die WE-Mod drauf, dann könnt ihr euch nicht killen. Warum das denn? So ein Quatsch. Der Zarazani, der isst gleich ein paar Nüsschen und dann geht's ihm wieder besser. Ganz einfach, wenn ich hier wüsste, wo er ist. Aufpassen, da ist er. Guck mal da, da ist der Schelm. Wollen wir wetten, der versucht auf mich zu schießen? Der schießt bestimmt gleich auf mich. Wollen wir wetten? Zack! Ah, herrlich. Ach ja. Ach so, übrigens, Toto, 100, 200 Platinen reichen völlig. Wieso? Ja, sag ich dir. Glaub's mir doch einfach. Haben wir die 1000 schon? Glaub's mir doch einfach. Sag mir, wenn du die fertig hast, dann komme ich mir die holen. Die 100 habe ich schon. Dann komme ich mir die holen. Hast du mir die hingelegt? Nein. Kannst du mir die hinlegen? Mhm. Muss ein bisschen aufpassen. Ich werd hier. Muss hier. Bedankt. Jetzt fängst du auch noch an? Ich hab mich ja eben schon fünfmal weggeschossen. Das stimmt gar nicht. Ihr habt mich platt gefahren und habt mich weggeschossen. Das mit dem Plattfahren war doch aus Versehen. Ja, sagt ihr immer. Nicht genug Mittel. Wow. Mir fehlen Schrauben. Wechselt mal den Discord. Ah! Toto, wir sind noch in diesem Zweier-Channel. Ach so. Deswegen kann der Sarazani nicht mit. Ja, pass auf, wir wechseln am besten den kompletten Discord. So, gewechselt. Ja? Okay. Ja. Ach so, Zarazani, hast du den Discord vom Toto? Ich sag schon hier drin. Echt? Ja, das weiß ich doch nicht. Hallo. Ah, da ist er. Du musst das Mikrofon nicht in den Mund nehmen. Ah nein, ich höre mich doppelt, Sarah. Ja. Katastrophe. Großartig! Ja, liebe Leute, live dabei, unser Zarazani. Mensch, aus dem Chat hat er es in die virtuelle Welt geschafft. Ist das zu fassen? Abgefahren. Einfach abgefahren. Du hast immer nicht gecraftet, Sarah, Mensch. Du sollst mitcraften. Ist so, was ist los mit ja. dir? Oh, was soll ich craften? Boah, Sarah. Nimm mal das Mikrofon einen halben Meter von dir weg. Bitte. Stell doch einfach leiser. Ja, aber er übersteuert auch, habe ich das Gefühl. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass man das im Rachen hat. Der ist Schwitzer, der hat immer generell immer was im Rachen. Meinst du? Bin ich mir unschlüssig. Ich weiß, ob das alles so richtig ist, was du da von dir gibst. Vielleicht ist reich haben im Mai. So, ich hoffe, ich habe jetzt vielleicht ja wieder sogar den Fliegermensch. Jetzt, wo der Zara hier ist. So soll es da das in VR geben? Nee, ich habe immer noch keinen Flieger. Schade. So, pass auf. Da sind sie. Achtung, seid ihr gespannt. Trommelwirbel bitte. Wo ist was? Ich sehe es nicht. Hier, der Treibstoffgenerator. Sir Comax, ja servus, grüß servus. Dich, schön, dass du dabei bist. Ja, natürlich braucht man Computer für den Müllhaufen und schwere Rahmen und Turbodraht. Sehr gut, den Turbodraht, den ich vorhin voll durch den Schredder gejagt habe. Ja und, du fährst nach unten hin und hast du wieder den ganzen Container voll. Das ist ein Doppelcontainer, das ist rappelvoll. Ich brauche mehr schwere Rahmen, das ist viel schlimmer.
Ja, crafte doch. Kräfte doch. Will die nicht kräften, ich will die einfach haben, verstehst du? Da brauche ich nämlich leichte Modulare. Oh, wei, das nimmt doch schon wieder hier Züge an. Also, pass auf. Benutzt ihr die WE-Mod? Nein, wir benutzen gar keine Mods. Also, wir benutzen einfach keine Mods. Wir haben noch nicht mal das normale Spiel durchgespielt. Da brauchen wir nicht schon mit Mods anfangen. Oh, guck's dir an. Guck es dir an. Junge, ich feier das so. Was meinst du, wie das gleich abgehen wird? Guck mal drauf, was hat der für Werte? Was? Ja, braucht der, wie viel der, wenn wir mit Sprit vollballern, was der an Energie rausbringt? Keine Ahnung, steht hier leider nicht bei. Doch, 150 MW, einer. Einer, und das heißt. Die Frage ist natürlich, wie viel futtert der jetzt? Das ist er. Hast du noch mal ein paar Platinen gemacht? Ja. Gibst du mir die? Dann hau ich, wie gesagt, noch mal Computer. Dass wir davon einige bauen können. Wir zocken die EA-Version? Hä? Was ist denn die EA-Version? Vanilla? EA. Yeah. Ich weiß es nicht. Ja, ne. Ich würde schon los, dass eine Alpha ist eigentlich, aber schon verschiedene Versionen davon gibt. Ja gut, und Mods und was nicht alles, ne? Also, wobei man muss jetzt dazu sagen, das Spiel ist ja ein Jahr, zwei, es ist glaube ich bestimmt schon fast da. Die Axis, wir haben ja auch. So, die Axis. Ja, wir da auch. Ist doch da oben, guck mal da, neben Experimentalbild steht da Early Access. Ich glaube, steht doch noch 5 Jahre. Ne? Ah, weiß ich noch nicht. Also ich meine an sich, ne, wenn man jetzt mal einfach guckt, was man hier schon alles machen kann, das ist schon nicht ganz schlecht. Da können sich andere Spiele ein Scheibchen von abschneiden, ne, wie man schon sagt. Meinst du etwa unser Bug-Simulator zum Beispiel? Eventuell. Auf dem Server, auch Wandler. So, pass auf, jetzt, na, also, pass auf. Ich meine jetzt mal Folgendes. Erstmal sagst du mir, was brauchst du jetzt noch? So, theoretisch bräuchte ich nochmal 5 Computer, aber. Ne, ich mache es anders, pass auf. Ich mache so, wir machen erstmal 3. So, jetzt brauche ich noch modulare Rahmen. Dann brauche ich Motoren und ich brauche 150 Turbodraht. Ja, ich habe 90 modulare Rahmen, habe ich dabei. Schwere? Nee. Kannst du schwere Rahmen herstellen? 7 Stück? Ja, stimmt. Such mal, 19. März 2019, sagt der Marc gerade. Also da kam es raus, vermute ich mal. Aber ansonsten bringe ich dir welche mit. Schrauben. Ja, kann ich. Wenn du die schon produzierst, dann hol sie noch mit, dann brauchst du keine Craften. Was? Schwere Rahmen. Modulare Rahmen, nicht schwere. Schwere produzieren wir noch nicht. Schwere modulare Rahmen brauchst du. Ja, genau. Die produzieren wir aber nicht. Wir produzieren nur modulare Rahmen. Richtig, ich habe 90 dabei und brauche nur Schrauben, dann kann ich dann die Dinger craften. Bringe ich dir. Schrauben, da kann ich noch hinlaufen, oder? Das hier vorne. Ja, das geht auch, natürlich. Die sind sowohl unten wie auch oben. So, jetzt hole ich mir fix den Turbodraht. Dann glaube ich, muss ich nochmal Treibstoff nachtanken. 1000 Schrauben reichen die? Keine Ahnung. Keine Ahnung, versuch's. Also Zara rüstet sich erstmal ein bisschen aus. Ist eine Beste. Wie ich Oh, deutlich, die... deutlich. Jetzt bist du sogar fast einen Ticken zu leise. So, aber wie gesagt, lauter machen ist immer einfacher wie leiser machen, oft. Gut so? Ja. Ja, so ist ja. Bleib so. Wie findet ihr es, lieber Chat? Einmal gerne kurze Rückmeldung. Passt das alles von der Lautstärke etc.? Dann müsste der Zar aber auch mehr sprechen als so. Leiser? Entschuldigung. Erzähl mal was, Zara. Wie geht's dir? Wie ist das Wetter bei euch? Denn. Dunkel. Dunkel? Mist. Ist ja fast wie in Dunkeldeutschland. Oh, schlecht. Ja, ist einfach so. Es ist einfach so. Zwei Nummern etwas lauter, ansonsten okay. Schrei nicht so. Okay. Das ist voll ein Scherz. Ja, was nun?
Ja, das frage ich mich gerade auch. Also ist das jetzt. Ist das... Hör mal, hier ist doch ein ganzer Ding voll mit Turbodraht, eine ganze Kiste. Oh, echt? Ja, hau in den Schredder, ich habe einen neuen geholt. Weg mit die Viechers. Die ganze Kiste voll. Ja, weg damit. So, ich habe jetzt welchen. Wie sieht's aus mit den schweren Rahmen? Hast du noch 7? Ich habe 18. Ja, nehme ich. Ich bin direkt hinter dir. Ja, weiß ich. Oh, Lügner. Stehst du nicht mehr hier an der Bank? Wo stehst du denn? Wer sind denn hier? Wo bist du denn überhaupt? Findest du wieder witzig, ne? Ich hab sie schon in die Kiste getan, nur Haufen. Komm her, hier. Die Haufen, selber Handtuch. Komm her, da Kiste. Seit wann tun wir denn wieder Sachen in die Kiste? Ja, weil das die Kiste ist für die zwei Dinger hier. Aha. Also für das Ding hier eigentlich, für diesen Push-the-Button-Ding da. So. Mach mal dem Zara einen Explorer, bitte. Einen Explorer? Ja, dann freut er sich. Kann er ja mal versuchen, ein bisschen Auto zu fahren. Ich bin mal beim Treibstoff. Zara, du findest mich ja dann, ne? Du kennst den Weg ja. Du kennst den Weg ja, du guckst ja lang genug zu. Muss ich was mitbringen? Nö, gute Laune. Komm, spiel einfach nicht ab, bitte. Okay? Mach einfach das Spiel nicht kaputt. Das wäre voll schön. Das wäre voll nett. Pass auf. Kupferblech. Eher was anderes. Wie hast du gerade geschafft, eigentlich da hier reinzukommen? Was hast du geändert? Die letzte Einstellung war, ich habe auf Englisch zurückgestellt. Lol. Ich bin unsicher. Hat funktioniert. Passt. Bringst du bitte Kupferblech mit? In rauen Mengen. Das brauchen wir, um die Leitung zu bauen. Ist Kupferblech schon unten? Oder muss ich? Toto, zeig's ihm Kupferblech. Ich bin gerade die Rahmen am Suchen. Wo ist denn die Rahmen? Ja, hinten. Irgendwo. Ich bin schon ganz hinten. Dann bist du dran vorbei. Dann irgendwo in. Dann irgendwo in der Mitte. Motoren? Na, weiter vorne, viel weiter vorne. Stepdoren. Irgendwo bei den verstärkten Eisenplatten. Aber wir brauchen Kupferblech, bitte. Für Leitungen. Ja, du wolltest doch erstmal, dass er ein Auto hat. Ja, und dann brauche ich bitte Kupferblech. Da. Du nicht alles immer möchtest hier. Kupferblech hast du hier vorne schon, Sarah. Na, bring mal so 200 oder 400 mit. Dürfte reichen. Müsste der hier sein. Wo kein Schild dran ist. Ja, da ist ein Schild dran. Aber ist nicht. Ne, die Farbe will ich nicht abbrechen. Bitte wählen. Kupferblech. Bild wählen. Kupferblech. So, aber Zara, du kriegst gleich einen Explorer. Den kaufen kannst du in die Ecke stellen. Den brauchst du nicht mehr. Alter, ist das Ding mächtig. Und ich wollte hier noch ein Exoskelett gemacht haben. So, haben wir das schon mal. Ach du Heilige. Ich kann mich nicht wieder überlaufen. So, und dann brauche ich schwere modulare Rahmen. Hast du noch die welche reingetan oder hat er verballert? Hat der Tisch mitgenommen, ne? Ja, sicher. Gut, bekraften wir nochmal welche. Ach du meine Güte, sind die riesig. Treibstoff einfüllen, wow, hier steht immer noch nicht wie viel. Brauch nochmal Schrauben. Sarah, bist du schon zu ihm rübergefahren? Ja, du leistest, okay. So, ich brauche jetzt nochmal gerade Schräubelis. Und dann hast du gleich dein, Dingsbums hier, dein Explori. 500 nehmen wir einfach mal mit, den Rest schmeißen wir in den Schredder. Ja. So. Zack.
brauche noch 3 schwere modulare Rahmen. Jetzt habe ich keinen Zement. Sarazani, kannst du auch bitte Beton mitbringen? Yep. Danke. Dankeschön. Okay. So, wo ist jetzt Sarazani? So. Bitteschön. Und dein Exoskelett ist auch im Kofferraum, ne, Zari? Gut. So, du kriegst noch Treibstoff. Beziehungsweise ich habe nur Holz, ich hab kein Treibstoff wie manch andere hier. Ist da im Container? Da, wo du auch den Kunststoff her hast. Junge, da sind Unmengen an Treibstoff drin. Okay. Und ich tue wieder raus. Ich meine ja nur. Zarazani, bitte Unmengen an Beton und normale Stahlplatten brauchen wir bitte. Es wird immer länger bei dem hier. Ja, ich weiß. Wir müssen das hier um einiges vergrößern. Das war hier, ich weiß nicht, wer das dimensioniert hat, aber er hat, also es ist, nee. Mhm. Nee. Viel zu klein gedacht hier die Fläche für Generatoren. Aber ich bin jetzt selber überrascht, wie riesig die sind. Davon mal abgesehen. Also sie sind wirklich verdammt riesig. Okay. So. 3x3 ist die Größe, ja? Ich hatte jetzt eher das Gefühl 4, aber... So, Zara, da ist einmal das Exoskelett für dich drin, ne? Da ziehst du dir einfach an. Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich daran zugreifen können, genau. Ne, passt. 3x3, ja. Dann habe ich da auch schon mal reingeschmissen aus meinem Inventar. Treibstoff hast du dabei und nochmal 100 Reserve. Die kann ich wieder rausschmeißen. Ja, aber ich sag, wenn ich da drüben anfange, dann kann ich auf jeden Fall mehr bauen. Oder brauchen wir halt jede Menge Beton für. Jede Menge. Ja, alles ja, zu pflastern ja, hier. Ja, er bringt mit. Dein Exoskelett ziehst du an, wenn du Tab drückst. Ach, und dann runterziehst du den Bein. Ja, danke. Warte, vielleicht habe ich sogar gerade eine andere Idee noch. So, und ich mache nochmal gerade, ich habe noch ein paar Nüsschen für dich. Falls mal was sein sollte, was im Schütz hier passieren kann. Ach was, Schütze ist lieb. Ist so. Wenn ich hier die Treibstoffgeneratoren hinbaue, ist das aber eventuell sogar eine bessere Sache, ne? Mach du mal. Naja, ich überlege gerade, wir wollten ja das hier so ein bisschen als Bahnhof benutzen. So, jetzt überlege ich nur gerade, der Bahnhof sollte aber in diese Richtung gehen, ne? So ungefähr. Sollte der hier durchs Tal ballern oder nicht? Genau, das ist die Bahnhofsseite. Okay, das heißt, der soll aber von da nach da gehen, ne? Also müssen wir hier sowieso noch um Vielfaches erweitern. So. Ne, dann setzen wir auch hier tatsächlich die Kraftwerke hin. Ja. Yep. Ich leg den Mist jetzt einfach mal hier hin. Dein Inventar ist hier voll. Danke. Bitte, bitte. So, dann da passt was nichts mehr rein bei dir. So, also du hast da drin Beton, du hast die Eisenplatten. Dann fahr ich mal. Genau, dann fährst du jetzt mal zu ihm rüber und dann. So, weißt du, was ich nämlich mache? Ich fange jetzt hier mal an, unsere Treibstofflager zu füllen. Denn ich habe ja die zwei Haupttreibstofflieferanten habe ich ja ausgeschaltet. So, auf geht's, Kinder. Kommt, wir brauchen Energie. Kann ich eigentlich jetzt hingehen und kann die Röhren im Prinzip einfach so ersetzen? Pipeline, kein Indikator. Das sind dann diese Knubbels, ne? Das ist dann ohne Indikator. Ja, vermutlich. Hier, ich nichts zu wissen. Ja, hier dieses. So, und jetzt müsste es ja eigentlich richtig abgehen, ne? Jetzt müssten die ja relativ fix gefüllt werden. Werden die auch. Sehr gut.
So, du füllst hier schön brav weiter ab. Jawohl. Du haust da schön die Kanisterchen raus. Na, du klopfst schön das Rohöl hier raus. Jawohl, du machst auch Treibstoff, ne? Ach, guck mal, hier ist jetzt auch der Turbo. Lol. Für Turbotreibstoff braucht man einfach mal Kohle und Resttreibstoff. Okay. Ach Moment, jetzt habe ich Treibstoff und Resttreibstoff. Treibstoff kann zur Stromerzeugung verwendet werden oder für Fahrzeuge oder Jetpack, ja. Eine effizientere Treibstoffalternative. Ah, okay. Okay, das deswegen hat man das scheinbar auch als Alternativ oder hat man das auch noch als Rezept? Dann weiß man auf jeden Fall direkt, okay. Deswegen sagt uns die Stromherstellung auch noch nicht, was sie braucht. Also vom normalen Treibstoff braucht sie vermutlich mehr wie vom Turbo-Treibstoff. Oh, das war knapp. So, wo bleibt denn unser Zarazani? Fährt Nüsse platt. Lass das. Hey. Bitte. Pass auf, jetzt gucke ich hier in den Kofferraum, hab alles selber dabei. Nee, leider nicht. Aber ich kann mir mal noch mehr Treibstoff hier einpacken. Nice! Der Container hier ist fast voll. Du hast aber gesehen, Toto, dass da der eine Container fast voll ist, ne? Was wo? Mit Treibstoff. Weil du da am Rumjammern warst. Ich bin ja mit Treibstoff unterwegs. Hast du gesehen, der eine Container ist so gut wie voll mit Treibstoff. Ich weiß nicht, da war einer, da war noch ein bisschen da drin. Also da... So viel war es nicht gewesen. Wenn du noch einen zweiten Container hast, da was reingeschmissen hast, dann okay, aber... Der eine Container, wo wir auch den Kunststoff rausgeholt haben. Ja, der ist nicht fast voll. Ja, aber da war eine Menge Treibstoff drin. Ojo. Jojo, kann sein. So, ich hab Zement, Eisenplatten, ich hab die Rohre, ich hab Kupfer, ja. Ich hab alles, ne? Ja, ja. Erfahren. Hör doch auf. Kannst du die zweite Base von hier oben schon sehen? Wo ist er denn? Du bist bestimmt bei dir. Ja, nee, wieder zurück und dann links abbiegen. Ja. Yeah. Und dann den Strommasten entlang. Jawohl, ich sehe dich. Jetzt links und jetzt den Strommasten entlang. Schnell die Nüsse noch retten, bevor der Zara die wieder platt fährt. Und ist hier wieder eine Riesenspinne. Oh, das klingt danach. Hier, guck mal, hier ist der Zarazani, der ist neu. Der möchte mal eine Riesenspinne kennenlernen. Das will er nicht. Ja, auf jeden Fall will der das. Bin mir da ganz, ganz sicher. Da ist er doch. Na also. Ja. Mensch, Zara, der ist ja gar nicht im Pink. Oh ja, oh ja. Da hat einer üppig Beton mitgebracht. Sehr gut. Bedankt. So, was mit dem Kupferblech? Ja? Weg. Wie weg? Kein Kupferblech mitgebracht? Nee. Echt das jetzt nicht? Vergessen. Echt jetzt oder verarschst du mich? Nee, echt jetzt. Aha. Schlecht. Ja. Sehr schlecht. Weil mit ohne Kupferblech ist schlecht Leitung ziehen. Ja, ich baller dir den Beton bei dir rein und geh hole. Okay, bis gleich. Wenn ich dran käme. Wenn du was? Hä?
Was? Ich komme nicht an deine Workbench. Warum? Keine Ahnung. Ah, warte, ich komme zu dir. So. Haben wir das hier auch schon mal erweitert? Sieht doch gut aus, was du da gemacht hast. Hast du Glück gehabt. Gibt's doch nicht. Jawohl. Benito. Ich sehe gerade den Weißt Ton. Du, weißt du, was mich einfach gerade wundert? Warte. Weil er mich abgeschossen hat. Mhm. Okay, mein Auto ist irgendwie kaputt. Sauber, Zara, wie hast du das denn schon wieder hingekriegt? Sorry. Ist alles schuld. Ich mach alles kaputt. Ist einfach so. Weil er mich gerade abgeschossen hat, habe ich ihm eigentlich den Treibstoff aus dem Auto geklaut. Oh, der fährt trotzdem noch besser. Ja, deswegen, das wundert mich gerade. Nein, da ist immer noch ein Rest drin. Und wenn der dann weg ist, dann steht er auch. Ja, aber ein Rest, verstehst du? Ich habe ihm alles rausgenommen. Ja. Ja, ist leer. Ja. Sehr gut, wo bist du? Ein bisschen weiter wie der Nobby. Vor der Rampe. So weit? Boah. Halt den Mund. Hey. So, David. hier. Großartig, du hast sogar noch 100 Treibstoff einfach im Rucksack. Du hättest sie nur umfüllen müssen. Egal. Ja, aber dann hättest du nicht laufen müssen. Das stimmt wohl. Ruhe. Na komm, er rennt weg. So sind wir nicht. Wir schießen nicht in den Rücken. Also, manchmal. Nicht halt. Huch, das ist ja der nächste. Lauft ihr mir echt hinterher? Schlechte Entscheidung, ehrlich. Ich hab das Bolzenschussgerät, nicht du. Also überlegst dir. Ja, okay. Zu spät. Jetzt bist du halt defekt. So, pass auf. Jetzt gleich geht's los. Achso, nee, wir haben kein Kupferrohr. Verdammt, geht noch nicht los. Kupferrohr oder Kupferblech brauchst du? Ja, Kupferblech für Rohr. Ja. Ich brauche Kupferblech fürs Rohr. So, und zwar kann ich darüber, könnte dann hier rum. Schaffe ich es hier rüber zu gehen? Bestimmt, ne? Gehen wir hier lang und dann fangen wir hier irgendwo. Ist ja gut, Spiel, ich mache es. Ja. Mhm. Gut. Keine Ahnung was, aber ich finde es gut, Toto. Und er so, ja, haben wir darüber gesprochen. Ich reiß hier alles nieder und mach neu. Ja. Okay. Ich bin schon dabei. Nein, ich baue gerade die Plattform gerade. Um nur einfacher hier hochzufahren, ohne groß zu kurven, alles ein bisschen verändert.
Treibstoff füllt sich langsamer, wie ich dachte. Wie viel produzieren die nochmal hauptberuflich? 40. Also das heißt im Endeffekt 80 habe ich gerade übrig, 80 Treibstoff. Aber da oben war doch noch ein reines Vorkommen, oder? Ne, unrein, okay. Du machst 120, nochmal 120, mach 240, 300 geht in die Leitung, ne? 300, ja. Das heißt, ich könnte theoretisch das Unreine auch noch mit hier dran klemmen. Oh, jetzt wird's aber interessant. Okay, es ist komplett rappelsvoll, aber ist ja nicht schlimm. Moment, wie viel verbrauchst du? 60? 120? Okay, 22,5. Achso, weil ich die runtergedreht habe. Genau, die waren glaube ich auf 25 oder sowas, ne? Oder auf 30 sogar? Bestimmt. 30 sind nochmal 60. Und ihr zwei bestimmt auch nochmal 30. Jo, okay. Dann macht's wieder Sinn. So, das Unreine bringt mir aber 30, 60. Frage, ne? Hier hätte ich aber auch noch mal 30 zur Verfügung. Hier hole ich ja auch nur 30 raus. Das heißt, hier könnte ich eigentlich auch noch mal abzwacken. Mit an die Hauptleitung anschließen. Und dann da könnte ich noch einen Treibstoff mit versorgen. Ja. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie viel Treibstoff die Dinger hier fressen. So, wie weit ist die Mam? Weiß ich nicht, Marc. Habe ich nicht mehr nachgeguckt. Was anderes. Ja. Wollten wir jetzt bei den 9 Metern eigentlich bleiben oder gehen wir noch was höher? Weil dann könnte man die Wasserwerke praktisch auch da drunter stellen. Dann brauche ich, ne, dann mit einem. Toto, wie halt. Du möchtest. Wenn du sagst, pass auf, ich gehe noch höher. Und knall dafür unter jedes Ding eine Pumpe, weil mir das gefällt, dann tu das. Ganz einfach. Ich denke halt nur, wie gesagt, wenn möglich, würde ich jetzt nicht mehr viel höher gehen, denn jede Pumpe frisst 4 MW. Ja. So, das heißt, bist du bei 10 Pumpen oder mehr, hast du schon über 40 MW weg. So, also bei 20 Pumpen hast du 80 MW weg. Hast du ein komplettes Kraftwerk nur für Pumpen rausgeknallt. Ist aber egal, weil. Warte mal, wenn. Wir haben's. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber trotzdem sagst du gerade, du würdest nicht tun wegen 80 MW. Hm. Ja, aber wir haben's. Das ist halt, wie gesagt, wenn du sagst, doch, das ist geil, weil die Pumpen dann da drunter passen, dann mach's. Allein wegen den Röhren halt, ne? Dass du halt diesen Bodenröhren-Dings da bist. Ja, dann go. Auch. Es fehlt Draht. Ah, Zara, du musst auch Draht mitbringen. Ja, ich bin schon wieder hier. Ja, ist ja okay. Dann fährst du gleich nochmal. Mach ich. Hä? Wieso? Warte, ich hab. Achso, ich hab Kabel, aber ich hab keinen Draht. Und wenn ich die Dinger ziehe, will er Draht haben. Wie hässlich. Du bist schon wieder hier. Komm. Hier. Wo ist er denn? Ah, da, tatsächlich. Moin. Ah, ausgezeichnet. Ich habe ja kein Material mehr. Ich habe ja schon ein Fundamentblock hier hingesetzt gehabt. Sehr schön. Speicher füllen sich. Jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt füllen sie sich kontinuierlich. Ja, dann. Ja, ich will jetzt mit. Diese Brise. Manchmal schon ärgerlich, ne, wenn man so viel Loot dabei hat, immer, ne? Hm. Hast du genau das Falsche dabei. Klassiker. Was brauchtest du nochmal? Draht. Normal, der normale Kupferdraht, genau. Das ist Wire.
Brauchen wir eigentlich noch mobile Miner? Hm? Brauchen wir noch mobile Miner? Nicht, dass ich wüsste. Dann kann ich die vier eigentlich auch schreddern lassen. Ne? Boah, guck mal, ob das geht. Und ich wollte eigentlich schon längst mal eine Röhre gebaut haben. Ach du Scheiße. 12. Okay, pass auf. Klappt nicht, passt nicht. Aha, viel besser. Viel besser. Nein. Ruf und wieder hochfahren. Diese Bräse. Guck ich mal bei dir rüber, er steigt in die Rampe runter hier. Abkommen. Lieber Zara, ich brauche bitte. Pass auf, Draht. Und wir brauchen bitte unbedingt noch mehr Computer. Lass mich mal gerade eben rechnen. Also knapp 7, ja. Das kriege ich geregelt. Das kriege ich doch geregelt, dass der 4 weniger braucht. Kriege ich sowas von geregelt. Njert. So. Jetzt habe ich sogar wieder eine Überschussproduktion. Noch besser geht's nicht. So, pass auf, ich brauche bitte noch Computer. Etwa 20 Stück. Ja, 20, craften, ne? 20 Stück bitte. Dann brauche ich bitte noch 30 schwere Rahmen. Du musst bitte nochmal Motoren mitbringen. Motoren. Am besten 100 Stück. Und jetzt gucke ich mal gerade. Ich bin mir sicher, hier für die Tanks brauche ich bestimmt auch noch irgendwas. Ja, noch normale Rahmen. Weißt du was, ich komme nochmal eben zurück. Ich baue nochmal selber. Hintergrund ist folgender. Es ist besser, als wir dachten. Deutlich besser. Ehrlich jetzt, also kein Witz. Wie sieht das denn hier aus mit der Stromverteilung? Nee, das geht ja mal gar nicht. Das sieht ja... Nee. Fällt sie jetzt aus? Ja, natürlich. Toll hingekriegt. Und hier ist natürlich auch kein Strommast mehr, ne? Das sieht auch nicht gut aus.
Achso, Draht hast du mir ja auch schon mitgebracht, ne? Nee, bist du am Holen oder wie war das? Nur 500, die hatte ich noch im Inventar. Aber wo sind die? In deinem Fahrzeug. Ah ja, bedankt. Das reicht aber. Alles prima Donner. Fast. So, euren Koffer alles. Ja, natürlich. Sollte jetzt mal gerade genug haben. Konnte man nicht auch in dem Spiel sich Klamotten ändern und sowas alles? Ich habe keine Ahnung, Toto. Es fällt unter die Kategorie, hätte mich jetzt nicht wirklich interessiert. Andere Farbe eingeben und sowas? Weiß ich nicht. Wie die Miner? Marco, welche Miner? Wir haben ja schon alles MK2. Irgendwie noch vier übrig, ich habe keine Ahnung woher, oder ich wollte glaube ich hinten die Kohlemeiner noch auf MK2 machen, die unreinen Dinger. Naja, jetzt bleiben sie erstmal unrein. Geil, das Ding klingt einfach mal wie ein LKW. Ja? Ja, weil hier die Motoren anlaufen. Ich hatte hier ja schon Treibstoff drin, die haben sich jetzt schon gefüllt. Ja. Oh, cool. Bin ich wieder zurück, jetzt kann ich wieder rumspille. So, reicht die hier schon aus? Drunter laufen. Dann bräuchte man noch Licht. Wir haben aber 16 Meter. Computer muss man craften, oder? Was muss man craften? Die Computer. Ja. Was brauche ich dafür? Jede Menge.
Ja, sorry, ich hab. Muss mal hier gerade eben gucken. Also, pass auf, Hintergrund ist folgender. Wenn ich das richtig gesehen habe, ne, pass auf. Dann haben wir. Aus einem Ding bekommen wir 150 Megawatt. Und das Ganze mit 12 Kubikmeter Treibstoff. Das ist ein Witz. Wir produzieren jetzt schon 80. Nur hier aus den Dingern. 80 kommt hier schon raus. 80 Treibstoff. So, wenn ich jetzt hier hinter noch eins geschmissen kriege, dann wären wir bei 120 Treibstoff, die hier durch die Leitung schießen. Und das wohlbemerkt, während hier immer noch der eine am Abfüllen ist. Mit 30. So, wenn ich den komplett ausschalte, hätten wir schon unsere 120 Treibstoff, nur hier durch die Reste. Weil wir haben ja auch noch eine Anlage mit Resttreibstoff, ne? Das kommt ja auch noch dabei, was also ja nicht viel schlechter ist. Und damit würden wir dann, wie gesagt, 10 Kraftwerke versorgt bekommen. Also 10 Treibstoffgeneratoren. 10 Treibstoffgeneratoren würde bedeuten 1,5 Megawatt. Mal eben. Im Prinzip nur mit unseren Abfallprodukten. Gut. Und das, denke ich, kann sich sehen lassen. Oder das würde ich behaupten, ist auf jeden Fall mal eine Ansage. So, der Punkt ist, noch haben wir, wie gesagt, diese zusätzliche Raffinerie mit dem Treibstoff nicht. Die muss ich natürlich jetzt erst anklemmen, wie sich das gehört, beziehungsweise ich muss sie erstmal bauen. Dann ist natürlich noch der Punkt, wo bauen wir sie hin, weil hier ist der Untergrund, ist ungerade. Und da kommt ja auch wieder hier dieses Poly-Gefrickels raus. Das kommt ja auch dabei. Das können wir doch für irgendwas nutzen. Ja, wir benutzen es einfach hier als Rohstoff. Ja, ist so. Fertig. So, wenn es Gesundheit! Zu gebrauchen ist, machen wir ein Abfallprodukt raus. Schredder. Ne, ist ja zu gebrauchen. So ist wie gesagt nicht. Hier vielleicht noch eine hinten dran setzen oder sowas. Eine Raffinerie. Dass wir da, wie gesagt, nochmal die Röhre aufsplitten. Oder ich gehe halt einfach direkt hier dran. Geht natürlich auch. Schütze, wie er alles wieder abbaut, nur wegen seiner Perfektion. Ja, kann ich auch nichts für. Bitte? Wo hast du Plastik? Hier unten bei mir. Oder da oben neben dem, da wo Toto seine Werkbank gebaut hat. Daneben unter Umständen in den Containern. Das könnte auch sein. Ja, das, was wir jetzt gerade brauchen, ist noch nicht in noch nicht automatisiert. Das ist wohl wahr. Ja, tut mir leid. Kann ich den denn so drehen? Das war falsch. Kann ich den nicht auch irgendwie andersrum drehen, sag mal? Vertikal und was? Hoch und runter. Links scrollen? Nee. So, du kannst den halten, C an Hilfslinie anschließen? Nee. E, Q schließen? Nee. Du kannst ihn eigentlich nur nach oben, unten. Also bei Wasserleitung zumindest.
dass die Röhre nach oben geht, meinst du, ne? Ja, ja, genau. Ja, das kannst du mit Wasserleitung, kannst du da. Warum es da nicht geht, weiß ich nicht. Ja, pass auf, ist mir eigentlich auch egal. Ich mache einfach Folgendes. Kann einfach wieder nur gut werden, was ich hier mache. Wie immer. Ja, sicher. Glaub an dich. Danke. So, sind das schon 10 Meter? Nö, wa? Mark, ich habe keine Forschung in der MAM. Ich weiß nicht, was die macht. Ich kenne anderen Deckenleuchten außer die. Und wenn wir da nur durch Schmutz. Miese Brühe. Langsam wird es doch hier ein richtiger Industriepark, würde ich sagen. Mhm. So. Jetzt müssen wir da hinten nur mal eben noch was anschließen. Nein, Sarazani, bist du noch da? Bist du noch in unserer Basis? Er redet schon gar nicht mehr mit mir. Nein. Er redet einfach nicht mehr mit mir. Was hat er gesagt? Mode. Weiß ich nicht. Ist er noch da? Nee, wa? Ja, ich bin noch da. Die ist im Crafting-Modus. Bringst du auch Stahlbeton mit? Ich glaube, das ist genau eins zu hoch. Ich auch, ein Trick. Ja, ein cooler Trick eigentlich. Was hast du? Cooler Enkeltrick? Muss ich jetzt sagen, wo? Wasser. Das ist so eine schöne Idee. Yes. Finde ich gut. Gefällt mir auch. Mal gucken, ob das auch hier funktioniert. Jawohl. Schön. Schön, 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 schön. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Dann hätten wir das.
Für beides braucht man Stahlbeton, wie hässlich. Krieg ich dich denn jetzt noch hier zwischengequetscht? Ja. Ja, ja. Geschick und Sachverstand passt da schon. Oder. Oh, warte, ich habe vielleicht sogar noch eine coolere Idee. Okay, du bist hier begrenzt. Ich kann ihn nicht mehr verrücken. Dich kriege ich noch ein bisschen verrückt. Ja, ich habe vielleicht sogar eine noch coolere Idee. Und sitzt, ne, dann sitzen die nicht mehr in Reihe und Glied. Nee. Nee, doch nicht. Doch irgendwie uncool. So, doch an das Ventil kann ich dran gehen. Ja, doch, das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Bist du mit der Berechnung fertig? Ich glaube, hm? Bist du mit der Berechnung fertig? Ja, soweit schon. Wir sagen, hier haben wir jetzt 2, 4, dann machen wir hier 6 Tanks hin. 7, 8, 9. Vielleicht bauen wir das sogar drüber, machen hier auch noch einen 10. Tank hin. Oder wir lassen da die 5, gehen hier ums Eck, machen hier nochmal 5 hin. Das wäre vielleicht sogar noch cooler. Weißt du, was wir durch die Möglichkeit jetzt haben, mit den Rohrleitungen nach unten zu fördern und den ganzen auch Förderbändern und sowas alles, dass ich jetzt da oben praktisch eine Armada von Generatoren draufklatschen kann? Ja, gib alles, Jung. Ja, erst wenn du da ein bisschen angeschlossen hast, dass wir auch Energie kriegen. Sonst bringt das nichts. Kann ich nichts wegnehmen oder so. Ich glaube, hier die Energie dürfte uns wenig Sorgen bereiten. Sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, die Höhe, die wir jetzt brauchen, die habe ich auch. Ja, wir müssen mit Pümpchen arbeiten. Aber das ist, glaube ich, uninteressant, wie gesagt. Wie viel habe ich denn noch insgesamt jetzt hier von den Kraftwerken? Nummer 2, 4, 6, ne? 6, 12, 18, 12. 20 Stück haben wir. 20 Stück haben wir hier laufen. Das ist 60 Nein, Megawatt. Ich könnte doch noch eins hier rüber. Warum bin ich denn danach da gegangen? Könnte ich doch viel früher anfangen. Erklär mir jetzt mal. Was habe ich denn da für einen Knick in der Optik gehabt? Hm. Na sicher, kann ich doch voll nutzen. Oder ich baue die sogar gar nicht hier hin, sondern baue die nach hier aus. Ne, da habe ich hier den nächsten Stock. Ne, wir lassen das, wir bauen die nach da aus, das passt schon, ja. So, und jetzt von hier aus. 10.
und nochmal 5. Ja, nice. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Also definitiv. Das wird üppig. Das wird richtig üppig. Das ist wieder so ein Bauprojekt, wo ich mir einfach nur denke, warum musste ich das kaufen? Damit wir mehr Strom kriegen. Ja, in der Tat. Die Frage ist nur, muss ich dann eigentlich noch mehr Kraftwerke machen oder ist nicht eigentlich für das Anschließ genug dann vorhanden? Nö. Nein. Also es wird definitiv nicht genug sein, aber das soll ja eigentlich auch nur sein, bis du deinen Umbau da durchgeführt hast. Also. Ich mache ja eigentlich gerade nur eine Notstromversorgung. Sozusagen. Mit Strombenzin halt. Also ich meine, was haben wir jetzt gerade an Verbrauch? Heftigst, ne? Ja, ja, bis 1,7 MW verbrauchen wir. So, jetzt gerade ist der Konsum bei 1,3. Das heißt, das können wir hiermit auffangen. Wenn wir jetzt noch ein paar Energiespeicher bauen, dann dürfte das eigentlich so weit hinkommen. Wo bleibt denn der liebe Zaraizani? Ich mache den Computer. Okay, dann fahre ich fix selber nach Hause für Stahlbeton. Gut, ich beende mal wieder die Folge. Schon wieder eine Stunde rum. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache mal gerade hier noch ein kurzes Picture von. Ein kurzes Bildchen. So, damit ihr grob wisst, worum es geht. Wir machen eins von da drüben. Da sind wir was näher am Geschehen. Das sieht doch ganz gut aus. So, dafür, dass wir eigentlich die Kohlekraftwerke berechnen wollten, springe ich jetzt, wie gesagt, wieder mal bei den Treibstoffgeneratoren rum. Aber ist ja ähnlich. Ne? Wie gesagt, wir haben gerade gesehen, okay, die Dinger produzieren also in etwa... Boah, passt das hier überhaupt noch mit diesen 10 Metern? Stimmt, oder? 3... 4... Ah, passt. Es ist ja vom Grundsatz her ist es ja ähnlich. So, ihr habt letzten Endes einen dauerhaften Verbrauch. Ob die Dinger jetzt, ob man jetzt den vollen Strom abnimmt oder nicht, interessiert tatsächlich dabei gar keinen, interessanterweise. So, aber was natürlich interessiert ist, wie viel habe ich zur Verfügung und wie viel verbrauche ich. So, das ändert sich, um ehrlich zu sein, eigentlich nie. Und von daher ist das an sich auch relativ simpel. Ihr erwähnt, wie man sowas eben berechnet. So, ich habe jetzt gerade eben ja gesehen, okay, die Dinger verbrauchen also 12 Kubikmeter. Das ist, um ehrlich zu sein, auch nicht gerade viel. Vor allem nicht, wenn man schon über 80 herstellt. Beziehungsweise über 120 ja sogar. Wir füllen halt nur schon ab, ne? So, das könnten wir natürlich auch sein lassen, denn ja, der Container ist voll. Ne, der pumpt ja jetzt schon hier alles in den Schredder rein, einfach weil er voll ist. Ist aber nicht schlimm, weil das gibt richtig, richtig Punkte. So, deswegen lassen wir den guten auch laufen. Noch ein paar Kupferbleche hier mal. Ja, der Zaraizani hat sich nicht lumpen lassen. Das heißt also bei uns in der Basis, das dauert auf jeden Fall auch, bis da jetzt mal wieder die Kupferbleche voll sind. Aber das war schon. Müsste ich eigentlich den Rest auch in den Schredder schmeißen. Naja. Ich lasse es mal im Auto. Gut, doch mal Shift, dann kriegst du alles weg. Shift? Alles einer Sorte. Hab ich ja schon mal gesagt. Okay, ist das richtig? Drück mal Shift. Nee, das Ding da ist gerade am Abfackeln. Ist schon mal, verbrennt Gas. Okay. Gut, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Zara? Ja. Du musst dich verabschieden.